So, guten Morgen, Cottbus. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem weiteren OMSI-Gameplay vom Omnibus Simulator 2011. Wir befinden uns am Cottburger Hauptbahnhof auf der fiktiven Mark Cottburg Version 0.9, eine Beta-Version. Wir fahren auf der Omnibuslinie 71 vom Cottburger Hauptbahnhof nach Uedingen Schulzentrum. Ja, um diese Zeit fahren viele Schulkinder mit oder auch Schüler. Deswegen wird es etwas lauter im Bus. Ich hoffe, die machen mir nicht zu viel Ärger, die Leute, sonst muss ich aus meiner Kabine raus und die alle Schüler mal zusammenpauken oder rausschmeißen. Naja, wir werden ja sehen. So, schmeißen wir jetzt mal unseren Bus an. Unser Bus ist ein MAN SD200 der Serie SD81, der Wagen mit Wagennummer 1795, mit der Werbung Wodka Moskowskaja. Ist doch klar. Guter Wodka. Schmeckt auch. So, fahren auf der Linie 71. Der Bus ist mit einer Rollbahnbeschilderung. Gebe erstmal alles in IBIS ein, damit ich weiß, welche Haltestelle als nächstes ist. Route 1, Schulzentrum. Abfahrt 7:15 Uhr. Das war die Scheibenklappe. Zu 7 Grad im Bus. Erstmal die Heizung an. Wird es dem Fahrgästen wieder zu kalt, ja, sollen sich doch wärmer anziehen. Nicht mal so kurze Ärmel tragen, da wird man ja sofort krank. Da geht ja gar nicht. Jetzt mal die Motorkühler. Ja, 13,7 Grad, ja, die Heizung läuft ja gleich. Der erste Fahrgast gleich wieder mecker wieder. Ach du Scheiße, wieder zu kalt, mach mal die Heizung an. Man muss nicht alles immer so ernst nehmen, was die Fahrgäste sagen. So, erstmal die Rollanbeschilderung. 71. Ach, muss ich wieder hier alles Schulbus fahren, ey. Die haben liebsten so einen schönen ruhigen Bus gefahren. Ah ja. Man kann ja nicht alles haben. Warum mache ich da jetzt eine 0 vor? Bin ich denn total bescheuert? 71. Eine 0. Wann mache ich das denn? Ah. 7. Jetzt 71. Wunderbar. Wenn ich gleich so. So. Lagenbus, Schulbus. Cottburg, Bahnhof. Dreherstraße, Wieningen, Mitte. Escherbach, Betriebshof, Uedingen, Kirche, Cottburg, Rathaus Schliefe. Ja, Schwimmbad. Schwimmbad, ja, guck mal, können wir gleich schwimmen gehen. Jetzt ein bisschen in der Sauna entspannen. Ich habe ja da große Pause. Ich hoffe, dass sie auch jetzt noch ist. Ja, fahr doch zum Betriebshof. Fährst du hier rum? Bist du besoffen oder was? Mein Gott, fährt der im Kreis hier rum, er macht alle verrückt. Lass mal das Licht im Bus einschalten. Sagt der eine Fahrgast immer zu mir, sind wir jetzt unter Tage? Mussten wir jetzt hier sparen oder wie mit dem Licht? Fahren wir mal zum Haltestelle. Unterschied, zwar hatte dieser Bus auch eine Rollbahnbeschilderung, der Unterschied zwischen den SD80 und der Serie 81 ist, dass dieser Bus schon eine neue Lenkradsäule besitzt, ein neues Armaturenbrett und eine Feststellbremse auf der linken Seite, nicht wie sonst immer mit dem dicken Knüppel. Dann rückwärts.
Ja, komm, fahr! Den ganzen Tag Zeit. Zum Fahrplan einhalten. Fahrplan muss eingehalten werden. Ich finde, die Map ist auch wunderschön gestaltet. Ist ja noch eine Beta-Version zwar. Aber wirklich schön. Hatte anfangs Probleme mit der Map, ein bisschen mit dem Rumschunkern. Irgendwann habe ich es doch geschafft, ohne die Scheiß-Zugriffsverletzung. Schon der offene Standardfehler. Naja, jetzt zeige ich euch die Map mal. Linie 71. Guten Morgen. Morgen. Eine Tageskarte. Haben Sie auch fleißig für die Schule gelernt? Guten Morgen. Immer schön fleißig in der Schule bleiben, ne, die Fahrgäste? Unser Fahrplan. Muss fährt durch die Karpaten. Ja, da hält er jede Haltestelle. 70 fährt aber bis Kirche, nicht bis Schulzentrum. Übrigens, die Dinger 2 Endpunkte. Während der Schulzeit bis Schulzentrum, in der Mittagszeit, auch Abendstunden, nur bis Üdingenkirche. Nicht über Schulzentrum Schwimmbad. Ich sag ein Night Swimming. Ich spule mal ein bisschen die Zeit vor auf. Oder zeige euch mal ein bisschen hier die Gegend. Da oben. Und ein bisschen die Zeit vertreiben. Auf der linken Seite die Autobahn Richtung Niederlande. Ja, der Busfahrer hat da anscheinend einen an einer Klatsche, wenn er nur hinten im Kreis fährt. Aber mir wäre schon schlecht geworden, ich hätte schon im Bus gekotzt. Übrigens, der blaue Bus, den ihr vorher gesehen habt, ist der FBW 549. Ein Schweizer Eindecker, den ihr euch im offiziellen Omnibus-Simulator-Forum runterladen könnt. Übrigens an diesem Bus, so wie auch in der SD80 und 82er Version der Serie 200, hat der Bus nicht wie sonst die Grifflehnen an der Tür, sondern die sind in Längsform, also von oben nach unten. Ist nur der Unterschied dabei. Mach mal ein bisschen die Lüfter an. Mach mal Tür zu, ist kalt. Ein bisschen stärker die Lüfter ein bisschen anmachen. Wärmt sich gar nicht auf. Gedränge um den Dieb. Gedränge nur dem Dieb gefällt. Drum Augen auf, Hand aufs Geld. Ja, ist ja klar. Bei Gedränge kann man schnell klauen. Da ist so schön mit dem Fingerrabatt. Zeit haben wir noch. An 0,9 können wir da losgehen. Das Grüne hier ist die Standheizung. Rechts hier der Warnblinker. Ja, Tank reicht. Männer müssen die Fahrgäste halt schieben. Da fahren wir los. Rote Einfahrt. Halten. So, links. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, seid ausgeschlafen auf dem Weg zur Schule. Wir fahren zum Wiedinger Schulzentrum. Genießt die Landschaft. Schaut noch ein bisschen in euren Büchern nach, um beim Lehrer gut aufzupassen. Ich wünsche einen guten Morgen.
Ja, ist natürlich vorbildlich, wie ihr haltet. Also echt, das kann... Meine Güte. Das wird heute noch in der Fahrschule gemacht, wie man bescheuert auf der Kreuzung hält. Aber was? Fahren am Morgen, 7:15 Uhr. Das ist die Haltestelle Hauptbahnhof nur für den Schnellbus der Linie 6. Dann die nächste Haltestelle ist Hauptstraße. Seid ihr da am Schlafen oder was? Keine Zeit. Halt's Maul da hinten. Ja, komm, halt die Fresse. Meine Güte. Seid doch froh, dass ihr im Warmen sitzt. Aber ist schon zu heiß hier drin. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ja. Bitteschön. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ja, heutzutage ist Guten Morgen zum Busfahrer zu sagen leider schlecht. Haltestelle Cottburg Markt. Bitte.
nächste Haltestelle, Alexanderplatz. Ja, jetzt kommen die scheiß Fahrgäste hierher nach, du Kacke. Der hätte die Haltestelle woanders hin platzieren sollen. Ach, scheiße. Morgen. Jetzt aber ein bisschen hinter hier, wir haben keine Zeit. Hallo. Morgen. Seiner Zwiebel mit Mettwurst gegessen oder was? So, nächste Haltestelle, Eschenbacher Landstraße. Tag. Nächste Haltestelle, Eschenbach Nord. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Ja. Eine Kurzstrecke, bitte. Bitte schön. Haltestelle Betriebshof. Morgen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Gerne. Bitte schön. Eine Tageskarte. Jo. Hey, ihr Idioten, habt ihr aber Augen auf dem Kopf?
der Haltestelle Escherbach. Verehrte Fahrgäste, zur Weiterfahrt benötigen Sie einen Fahrschein eines anderen Tarifgebietes, nämlich C. Jetzt machen wir Überland. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Links der Escherbacher See. Landstraße. Nächste Haltestelle Winningen Südberg. Verehrte Fahrgäste, eine kurze Information. Für alle, die es nicht wissen, dieser Bus fährt nach Büdingen Schulzentrum, nicht nach Büdingenkirche. Zur Weiterfahrt nach Büdingenkirche können Sie hier an der Haltestelle Südberg in die Linie 70 Richtung Kirche Büdingen umsteigen. Nach rechts. Scheiß Lampe da nicht mehr, würde ich über den Bordstein fahren, wäre mir eigentlich shit egal. Wenn ich gegen die Lampe fahre, dann steigen die alle Fahrgäste aus.
fahrt jetzt. Ja, komm, Polizei, komm, komm. Fahr. Jetzt. So, nächste Haltestelle, Winningen Mitte. Guten Tag. Morgen. Hallo. Haltestelle Winningen Mahlen. Hallo. Hallo. Tag. Haltestelle Winningen Bundesstraße. Linie 70 zeigt rechts nach Kirche ab. Tag, morgen. 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 Guten Morgen. Morgen. Ja, danke. Ja, weg da. Kann ich die Tür nicht zumachen. Haltestelle Herborner Weg. Und wieder gehen 5 Minuten flöten. Kann ich ja doch nicht in die Sauna gehen und mich entspannen. Bleib da stehen. Ja. Ja.
Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Lisa-Wagner-Weg. Nächste Haltestelle, Grillenburger Weg. Bus fährt nach Schulzentrum Schwimmbad. Guten Tag, morgen. Hallo. Guten Morgen. 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 Jawohl. 2, 3. Bitte, bitte. Danke. Einmal Kurzstrecke. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Nächste Haltestelle. Kreisverkehr. Oh, was denn hier los? Man kann ja gleich einpacken. Ja, entweder entscheiden sie sich, welchen Bus sie nehmen wollen, ob sie dahin wollen oder dahin. Kann er nicht die Tür aufmachen. Bewegt euer Herrschaftsgaspedal und weiter geht's hier. Ja. Fahren, nicht träumen. Träumen kannst du zu Hause. Ja, manche Autofahrer sind halt doof. Im Kreisverkehr zu fahren, anstatt anzuhalten,
muss man fahren. Ja. Ja, gib ihm noch die Vorfahrt, dann stehen wir noch Sankt Nimmerleinstag hier. Gibt's doch gar nicht. Rein hier. Nächste Haltestelle, Siemens Werke. Nächste. BW. Hast du sie noch alle, Mensch? Nehmt er mir die vor. Habt ihr das hier sehen? Ja, stehen bleiben. Echt, ey. Fahr die hier, ey. Nächste Haltestelle, Üdingen Rathaus. Bürgerliche Angelegenheiten bitte hier erledigen. Tag, Tag, Tag. Hallo. Hallo. Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. So, nächste Haltestelle ist Üdingen Schulzentrum Schwimmbad. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Ich danke euch, dass ihr so ruhig wart und wünsche euch nun viel Spaß in der Schule. Oder im Schwimmbad. Unsere Fahrt endet gleich in der Wendestelle Schulzentrum Üdingen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt auf meinem neuesten Video der Map Cottbus Version 9. Der Linie 71 von Cottbus Hauptbahnhof nach Üdingen Schulzentrum. Ich zeige euch, wenn ihr Lust habt, weitere Videos von der Map. Ab und zu natürlich auch PTP2 Videos. Ab und zu. Wenn was Neues gibt für den MSDS, den Microsoft Train Simulator. Oder Simulator heißt es. Richtig. Nun denn. Ab geht's zur Endhaltestelle. Wenn der Verkehr doch mal ins Rollen hier kommt, dann können wir auch Ende machen. Meine Fresse, du scheiß Penner da vorne, ey. Wenn du dir jetzt jeden die Vorfahrt hier gibst, ey. Da stehen wir noch hier, weiß nicht wann. Wenn die Welt untergeht.
kommt ihr zwei Damen, geht über die Straße, haltet ihr wenigstens den Verkehr hier ein bisschen auf. Ja, macht ihr nicht. Halt die Fresse, Fettsack! Sowieso an der Inhaltsstelle. Ah, die Schule! Die ganzen Lagen gehen ja schon rein! Die Klassenräume! Ja, seid ihr noch pünktlich! Ich lasse euch mal hier raus, wollt ihr so weit laufen! Ein ganz netter Busfahrer! Alle raus, alle raus. Also Entschuldigung, dass ich da ein bisschen zu schnell in die Kurve gefahren wollte. Ich wollte keine Kollision mit der verursachen. Naja, haben wir es noch geschafft. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder jetzt oder nie. So. Das war's von unserer Fahrt durch Gottburg, Winningen, Uerdingen. Eine schöne Map, wie ich finde. Und auch hoffentlich, dass die noch erweitert wird und gebaut wird. Es wird eine super tolle Map, die ich schon gut sehen kann. Ja, zu spät kommen ist ja klar, wenn der Verkehr es nicht zulässt. Wir haben mal Pause. Ah, noch Zeit. Aber wir machen hier mal Tür auf. N, neutral. Feststellbremse. Motor aus. Und Stadtlicht. Das war unser Bus, unser MANSC 200 der Serie ST81 mit der Wagennummer 1795 und Wodka Moskowskaja. Ist doch klar. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.